Als nächstes darf ich der Abgeordneten Frau Förster-Heldmann von Bündnis 90 Die Grünen das Wort geben. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Eine bürgernahe und starke Justiz garantiert Freiheit und Rechtsfrieden. Die Justiz ist das Rückgrat unserer Demokratie. Damit kommt ihr eine wesentliche Aufgabe zu. Der Rechtsstaat schützt die Bürgerinnen und Bürger vor staatlicher Willkür. Er ist die Instanz zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche, und er übt das staatliche Gewaltmonopol aus. Vor dem Gesetz ist jeder gleich. Und um diesen hohen Anspruch zu erfüllen, ist die Unabhängigkeit der Justiz eines der höchsten Güter in unserer Werteordnung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind keine Worte, die ich mir gerade eben ausgedacht habe, sondern das sind ganz wesentliche Sätze, die am Anfang des Berichts zur Justiz in unserem Koalitionsvertrag stehen. Und ich finde, sie sind es wert, ab und zu wiederholt zu werden. So, und dann wollen wir uns jetzt einmal der Zukunft zuwenden und dem, was unser Anspruch und unsere Aufgabe ist, und zwar die Aufgabe der Politik, diesem Anspruch gerecht zu werden. Als ich 2017 in dieses Parlament nachgerückt bin, habe ich das Thema Rechtspolitik von meiner Kollegin Karin Müller sozusagen geerbt. Mein erster Eindruck war, dass wir vieles als selbstverständlich ansehen, was eigentlich nicht selbstverständlich ist. Meine Vorredner haben bereits darauf hingewiesen, dass wir uns glücklich schätzen können in gesicherten Verhältnissen, was die Rechtspolitik ist, zu leben. Und das sollten wir auch würdigen. Während ich mich fachlich dem Thema näherte, war mir die grundsätzliche Wichtigkeit der Justiz sofort klar. Die stille Gewalt, eben von genau die von Rüdiger Lautmann bereits 1972 beschrieben. Wir vertrauen darauf, dass sie, die Justiz, immer funktioniert. Wie alle Dinge, die uns betreffen und für das Wohl unserer Gesellschaft wichtig sind, muss auch die Justiz gepflegt und versorgt werden. Und so bin ich als eine, die von außen zur Rechtspolitik gekommen ist, nur zu gerne dienlich im besten Sinne dieses Wortes. Und ich fange mal ganz rudimentär an. Ich fange mit der Beibehaltung der Rechtsstaatsklassen an, die Ihre Vorgängerin Frau Kühne-Hörmann eingeführt hat. Ein ganz niedrigschwelliger Zugang zu wesentlichen Informationen unseres Rechtsstaats. Und ich finde, das sollte man nicht unterschätzen, und wir sollten daran festhalten. Der Ausbau der Häuser des Jugendrechts, um Jugendliche und junge Erwachsene nicht frühzeitig zu kriminalisieren, auch das ein wichtiges Programm, bereits in der Vergangenheit aufgesetzt. Der Landespräventionsrat, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er schon ist, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber schon mehr als 20 Jahre alt, möchte ich auch ganz herzlich an Herrn Prof. Dr. Fünfsinn erinnern, der lange Vorsitzender war. Und da geht es darum, dass sich Justiz mit Zivilgesellschaft zusammensetzt und ganz bestimmte Themen, z.B. Hass und Hetze, berät. Auch das ein Teil der Justiz. Der Ausbau des Opferschutzes. Da gibt es mit Sicherheit noch das ein oder andere nachzuarbeiten. Wir haben einen ausgewogenen, ausgeprägten Opferschutz hier in Hessen. Das ist nicht in allen Bundesländern der Fall. Aber auch hier gilt in der Anwendung des Opferentschädigungsgesetzes ein bisschen nachzuarbeiten und vielleicht für diejenigen, die entscheiden sollen, auch ein bisschen, nicht ein bisschen, auch ab und zu die Perspektive zu wechseln. Unsere Gesellschaft verändert sich ständig, und dieser Veränderung muss Rechnung getragen werden. Weil wir immer neue Herausforderungen haben, müssen wir auch
unsere Justiz dem anpassen, eben auch eine effektive Strafverfolgung, wie bereits geschildert. Zum Beispiel die Cyberkriminalität, noch vor Jahren unterhalb unserer Wahrnehmung, mittlerweile für uns alle erfahrbar. Ich erinnere nur an die Zerstörung von Infrastruktur in verschiedenen Städten, auch jetzt just schon wieder. Ich erinnere an Angriffe auf öffentliche Infrastruktur oder auch gezielte Angriffe auf Unternehmen, gepaart mit Erpressung. Und natürlich ist das Große, was uns immer emotional besonders packt, die Kinderpornografie im Netz. Das ist immer das, an was wir zuerst denken. Aber bei der Cyberkriminalität geht es auch um ganz schlichte, einfache Straftaten. Früher hat man dazu Bankraub gesagt. Heute ist es eine Kriminalität eben unterhalb unserer Wahrnehmung. Und ist es da nicht mehr als selbstverständlich, dass Politik nach Justiz schaut, die Gegebenheiten den aktuellen Anforderungen anpasst? Dazu gehört nicht nur die Anzahl der Richterstellen und Staatsanwälte zu erhöhen, sondern die Justiz insgesamt zu betrachten. Wir betrachten auch das Verwaltungsgericht für die Infrastruktur, auch das schon von Herrn Prof. Poseck beschrieben. Wir betrachten aber auch die Wachtmeister, die Justizvollzugsbeamten. Sie alle sind ein wichtiger Teil der Justiz insgesamt. Und sie haben genauso einen Anspruch darauf, von uns wahrgenommen zu werden und Anerkennung zu bekommen, ihnen Möglichkeiten zur Fortbildung, zur Eröffnung oder auch zur Reflexion zu geben. Das alles ist wichtiger Bestandteil in einem Bereich, wo wir nur zu gerne erst dann hinschauen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir es gern hätten. Die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger bewegen sich auch unterhalb unseres Radars. Wir alle sprechen aber in regelmäßigen Abständen mit ihnen. Und dabei sind sie ganz elementar für die Justiz, für den Alltag aller unserer Anforderungen unserer Bürgerschaft. Justiz attraktiv zu erhalten, die Unabhängigkeit der Gerichte zu gewährleisten und mit dieser Attraktivität für Nachwuchsgewinnung zu sorgen, auch das ist eine große Aufgabe. Der Pakt für den Rechtsstaat ist bereits erwähnt, 2018 ins Leben gerufen. Ich hoffe, dass diese Bundesregierung daran festhält und mit uns gemeinsam dieses wichtige gesellschaftspolitische, dieses wichtige Thema auch zu bearbeiten und nicht uns alleine hier in Hessen daran festhalten lässt. Wir kommen dem Auftrag nach, die Justiz darin zu unterstützen, ihren Auftrag der Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten. Wir haben angefangen mit den Rechtsreferendarinnen, die wieder verbeamtet werden, somit eine Gleichstellung mit Lehramtsreferendarinnen. Und ich kann Ihnen versichern, wenn Sie irgendwo in Norddeutschland sind, dann hören Sie, wenn Sie sich unter Juristinnen aufhalten, schon, ja, sie überlegt, ob sie nicht lieber nach Hessen geht, weil da gibt es die Verbeamtung. Das ist schon eine ganz klare Attraktivierung hier in der Ausbildung. Wir haben den Umfang der Bewerbungen und Entscheidungen im Richterwahlausschuss deutlich erhöht und jetzt für das nächste Jahr auch gemeinsam bestätigt. Wir haben aktuell die Einführung der Teilzeit für die Referendarin, die dafür sorgt, dass in bestimmten Lebenssituationen die Verlängerung des Referendariats möglich ist. Die Eingangsbesoldung der Richterinnen und Staatsanwälte ist bereits behandelt worden. Den Stellenaufwuchs nicht nur bei Richterinnen und Staatsanwälten hatte ich bereits schon erwähnt. Ganz wichtig, diejenigen nicht zu vergessen, die dafür sorgen, dass Justiz insgesamt funktioniert. Die Einführung der E-Akte, ein großes Thema, das ich heute nicht behandeln will, die Digitalisierung in vielen Bereichen bereits
eingeführt, wird fortgeführt, systematisch bearbeitet. Ganz so schwarz, wie es Herr Kummer uns hier aufgemalt hat, ist es tatsächlich nicht. Sondern wenn man in bestimmte Bereiche hineinschaut, kriegt man durchaus positive Rückmeldungen. Gehen Sie einmal an bestimmte Gerichte, und da wird sich das schon ganz anders relativieren. Ich will noch etwas sagen, was mich wirklich geärgert hat. Das sind Tatsachen, das sind Fakten, die jetzt in den nächsten beiden Jahren geschaffen werden. Und da kann man nicht einfach das so darstellen, als wäre das gar nichts, als hätte das keinerlei Bedeutung. Das sind Fakten, die jetzt geschaffen werden. Und Herr Kummer, ich möchte gerne mal wissen, was die Richterinnen und Richter, die Staatsanwältinnen denken, wenn sie ihr Bild, das sie heute gezeichnet haben, sich anhören müssen. Ich finde, zum Teil war das von Respektlosigkeit. Ich habe sehr genau zugehört. Ich bin sehr gespannt, wie wir mit der Vorratsdatenspeicherung umgehen, weil ich weiß, dass die Vorstellungen davon sehr weit auseinanderklaffen. Und da bin ich ganz dabei, pragmatisch vorzugehen, damit wir – ich kriege schon den Finger gezeigt, jawohl, ich bin vorsichtig – aber wir müssen schon auch schauen, dass wir nicht mit den Vorstellungen aus dem letzten Jahrhundert in ein Thema reingehen, was sozusagen im nächsten Jahrtausend bereits schon angesiedelt ist oder in diesem Jahrtausend angesiedelt ist. Ich gucke auch meinen Kollegen Lukas Schauder an. Ich weiß ganz genau, dass wir auch da eine Differenz haben. Aber wir müssen uns da annähern und es gemeinsam auch bewältigen, weil nur so ist gute Justizpolitik durchsetzbar, so ist ein Rechtsstaat durchsetzbar. Und wir wollen ja auch, dass unser Recht umgesetzt wird und auch Konsequenzen hat. Und dann sind wir beim Schwarzfahren und bei dem Antrag der SPD, der irgendwo in der Versenkung gelandet ist. Ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, wo. Aber so einfach, Herr Kummer, wie Sie es gerade dargestellt haben, ist die Sachlage nicht. Ich bin auch nicht dafür, dass Schwarzfahrer im Knast landen. Aber das ist eine differenzierte Betrachtung wert. Und das Angebot des Ministers, darüber im Einzelnen noch einmal zu reden, finde ich sehr löblich. So, und dann komme ich noch einmal zum Thema der sozialen Dienste, weil Sie es heute auch schon aufgerufen haben. Ich glaube, morgen oder übermorgen werden wir noch einmal auf Wunsch der FDP darüber reden, sehr gerne. Diese Zusammenlegung der sozialen Dienste als Sparmaßnahme zu diskreditieren, finde ich unmöglich. Lassen Sie sich doch einfach einmal die Erfahrungen aus anderen Bundesländern berichten. Gehen Sie doch mal, Sie sprechen doch sonst auch so viel mit Präsidenten. Sprechen Sie doch mal mit Ihren Präsidenten über dieses Thema. Sie werden sehen, dass der Präsident oder ehemalige Präsident Wolf vom Landgericht Frankfurt einen dezidierten Bericht darüber geschrieben hat. Und da geht es nicht um Einsparungen. Es geht immer dazu, dass sich verschiedene Bereiche ergänzen. Und deswegen sollte man das sehr ernst nehmen und nicht einfach in der Art und Weise herabreden. Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen, wir haben alle ein großes Herz für die Justiz. Wir engagieren uns in einem großen Maße. Es werden jetzt Fakten gemacht, in einem Maß, wie es vorher nie der Fall war. Ich bewundere das Durchsetzungsvermögen des Ministers, will aber daran erinnern, dass wir auch in der Vergangenheit mit Frau Eva Kühne-Hörmann durchaus ein Justizaufbauprogramm hatten. Und das kann man nicht einfach wegdenken. So. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als auch mich dafür zu bedanken, dass Sie mir zugehört haben. Das gerade an den Zwischenrufen von da drüben habe ich festgestellt, Sie haben ja zugehört. Mehr kann man gar nicht erreichen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Frau Abg. Förster-Heldmann. Für die Fraktion der AfD hat jetzt der Abg. Schenk das Wort. Ja, der ist auch schon auf dem Weg. Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, Herr Minister,
Bisher haben wir sehr viel Selbstlob gehört über den zugegebenen doch stattlichen Personalaufwuchs in der Justiz. Sie, Herr Kummer, haben die Missstände aufgezeigt. Die will ich auch nicht weiter vertiefen. Die sind einfach gegeben. Denn befürworten diesen Personalaufwuchs ausdrücklich. Denn der Personalmangel war schon lange bekannt. Über die Ursachen der Überlastung müssen wir reden und auch über die Frage und auch die Frage beantworten, ob mehr Personal in der Justiz eine Lösung sein kann. Ob damit nämlich der Rechtsstaat tatsächlich sattelfest gemacht wird, das darf mit Fug und Recht bezweifelt werden. Beispielhaft ist der Ballastabwurf im Bereich der Leistungserschleichung und dem Schwarzfahren. Da zeigt sich die Erosion des Rechtsstaates. Denn die Ursachen der Überlastung liegen an anderer Stelle. Und hinzu kommt noch, dass es der Gerichtsbarkeit erkennbar an der notwendigen Unabhängigkeit zu mangeln scheint. Ja, das ist so. Das haben wir hier ja schon anhand einiger Urteile des Bundesverfassungsgerichts thematisiert. Dieser Personalaufwuchs belastet zusätzlich den Steuerzahler und er geschieht vor dem Hintergrund oder gerade wegen eines dramatischen Wandels unserer Gesellschaft und einem drohenden, nie dagewesenen wirtschaftlichen Absturz seit dem Bestehen dieser Bundesrepublik. Dieser Wandel wird schon seit Jahren stark geprägt durch die Massenzuwanderung überwiegend junger Männer aus dem islamischen Kulturkreis, meist direkt in unser Sozialsystem. Neuerdings kommen noch Flüchtlinge aus der Ukraine hinzu, die in vielen Fällen überhaupt keine Ukrainer sind. Ich rede dazu. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit wird mit Millionen Asylverfahren überhäuft, drehtürartig durch alle Instanzen. Letztendlich, um Zeit für ein Bleiberecht zu gewinnen. Die Lösung wäre ja naheliegend. Sicherung der Grenzen, Umstellung der Versorgung auf Sachleistungen, illegale und kriminelle Migranten umgehend abschieben. Und damit wäre also auch die Justiz sehr entlastet. Dann hätten wir also auch tatsächlich einen Rechtsstaat, der den Namen genau so verdient. Denn die Gesetze dafür sind ja da. Allein es fehlt der Wille in Berlin und auch in Hessen. Innenminister Seehofer hat es nicht getan. Und Innenministerin Faeser spricht weiterhin Einladungen aus. Aber diese Zuwanderung ist zu großen Teilen nicht kompatibel mit unserer Rechts- und Werteordnung. So, verehrte Damen und Herren, so konnten sich Parallelgesellschaften vielerorts kriminelle Clanstrukturen bilden, die ihr Eigenleben führen. Durchgreifen der Justiz? Fehlanzeige. Es ist nicht ersichtlich, wie der geplante Personalaufbau in der Justiz an diesen gesellschaftlichen Verwerfungen etwas ändern könnte. Eine handlungsunwillige Allparteienkoalition von CDU bis Linke nötigt die deutsche Gesellschaft zur Alimentierung dieser Zustände und zur schweigsamen Erduldung importierter Kriminalität und ihrer Opfer. Verehrte Damen und Herren, eine offene Debatte über diese Zustände darf nicht geführt werden. Sie wird mit moralischer Überheblichkeit sofort als Hass und Hetze diffamiert und als rechtsextrem unterdrückt. Ein ums andere Mal haben Sie, Herr Minister, schon aus Ihrem hohen Richteramt heraus Kritiker dieser Regierungspolitik in ehrabschneidender Weise als Relativierer der deutschen Geschichte diffamiert oder wie in einem Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Bezug auf die Corona-Maßnahmenkritiker, die sogenannten Spaziergänger, in Teilen als Delegitimierer der staatlichen Ordnung gebrandmarkt. Nicht wenige betrachten exakt diese Äußerungen als Hass und Hetze. Man könnte es natürlich auch als Empfehlung für das neue Amt hier deuten. Andererseits wissen dadurch die Richter der Amts- und Landgerichte genau, welche Urteile von ihnen in massenhaften Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Corona-Protestler erwartet werden. Die bisherigen Urteile zeigen, die Gerichte sind auf Regierungslinie. Ja, die Grund- und Freiheitsrechte der Bürger sind damit unter die Räder der Regelung des missbrauchten Infektionsschutzgesetzes und der teilweise absurden Corona-Verordnung gekommen. Verehrte Damen und Herren, in dem propagandistisch geführten Kampf um den Schutz der Gesundheit sehen viele Bürger zu Recht einen diktatorischen Eingriff in ihre Freiheitsrechte. Die vielen Existenzvernichtungen durch Geschäftsschließungen, die Besuchs-
und Ausgehbeschränkungen, Maskenzwang und Impfdruck und die offene Diskriminierung Nichtgeimpfter haben zur Spaltung der Gesellschaft geführt und berechtigten Widerstand hervorgerufen. Die Entmündigung der Bürger über ihren Gesundheitszustand weitgehend eigenverantwortlich zu entscheiden, hat das Vertrauen in staatliches Handeln, die Gerichte und in die Regierungsparteien nachhaltig erschüttert. Es ist sicherlich nicht klug und widerspricht der Wertung unseres Grundgesetzes, diesen Protest mit polizeistaatlichen Mitteln oder der Verkürzung der Rechtsweggarantie in Massenverfahren durch die Gerichte unterdrücken zu wollen. Man ist kein Prophet, wenn man meint, dass dies zum Scheitern führen wird. Stiefmütterlich wird die ordentliche Gerichtsbarkeit behandelt, wie die Verfahrensdauer belegt. Mit diesem bei Stillstand, beinahe Stillstand in diesem Teilbereich, werden erhebliche wirtschaftliche Schäden verursacht. Eine demokratische Rechtsordnung ist elementar auf die breite Akzeptanz im Volk angewiesen. Diese Akzeptanz und Homogenität wird im weitesten Sinn durch die öffentliche Meinung beeinflusst. Sie ist dem Wandel der Zeit unterworfen und der kulturellen Vorprägung und auch der wirtschaftlichen Verhältnisse. Verehrte Damen und Herren, diese wirtschaftlichen Verhältnisse verschlechtern sich gerade auf dramatische Weise. Eine Einmischung in den Krieg in der Ukraine, unser Wirtschaftskrieg gegen Russland mit immer härteren Sanktionen, schneidet unsere eigene Wirtschaft kurzfristig von wichtigen Rohstoffen, unter anderem Gas und Mineraldünger, ab. Hier wird letztlich ein Wirtschaftskrieg gegen die industrielle Basis von Deutschland geführt. Mit der Sprengung der Gaspipelines sind vollendete Tatsachen geschaffen worden. Kalte Wohnungen, wirtschaftlicher Kollaps und hohe Arbeitslosigkeit drohen. Da werden Massenproteste nicht ausbleiben. Durch den gleichzeitigen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern der Kernkraft ohne grundlastfähige... Herr Abgeordneter Schenk, ich würde Sie daran erinnern, dass Sie zur Sache reden. Ich rede genau über die Ursachen, warum die Justiz hier überlastet ist. Das ist ja genau der Punkt. Ja. Wird diese Situation noch verschärft und das totale Regierungsversagen offensichtlich. Der Energienotstand war absehbar. Mit ihm drohen weitere Lieferkettenunterbrechungen, Blackouts und elementare Versorgungslücken. Die Empörung der Bürger in diesen Fällen wird man mit beschleunigten Gerichts- und Massenverfahren dann sicher nicht mehr unterdrücken können. Verehrte Damen und Herren, was die vor uns liegende Zeit noch bringen wird, ist mehr als besorgniserregend. Da sollten sich zunächst alle Amtsträger wieder an ihren Amtseid halten und ihre ganze Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen und ihre Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben. Die fleißigen Menschen in unserem Land könnten sich dann wieder ihrem normalen Leben widmen, anstatt genötigt zu sein, für Recht und Ordnung und auskömmliche Arbeit auf die Straße gehen zu müssen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Fraktion der Freien Demokraten hat jetzt die Abgeordnete Schatzauer das Wort. Werte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mal zum eigentlichen Thema des Punktes reden, nämlich dem Rechtsstaat als Säule unserer Demokratie. Der ein oder andere Redebeitrag kann einem da ja ein bisschen Angst machen. Und wie stellen wir unsere Justiz für diese Sicherung der Säule des der Demokratie gut auf? Das ist das Thema heute und nicht irgendwelche anderen wilden Auslegungen. Wir Freien Demokraten begrüßen es, dass wir heute im Rahmen der Regierungserklärung das Thema hessische Justiz in den Mittelpunkt der Plenardebatte stellen. Es ist schön, wir haben den neuen Justizminister ja relativ zeitnah nach seinen ersten Worten aufgefordert, die Taten im Rahmen eines Plans mal hier vorzustellen. Denn es ist unsere feste Überzeugung, die Justiz in Hessen ist leider in keinem guten Zustand. Der neue Justizminister bemüht sich engagiert, die Scherben
zusammenzukehren, die Frau Kühne-Hermann hinterlassen hat. Und es ist keineswegs ein solides Fundament, wie es in der Regierungserklärung heißt, auf dem ein wie immer ausgestalteter Pakt aufbaut. Werte Kolleginnen und Kollegen, worüber haben wir dann die letzten 3 Jahre hier gesprochen? Es gleicht eher einem Trümmerfeld. Ministerpräsident Rhein hat daher zu Recht als eine der ersten Handlungen die Notbremse gezogen und den Wechsel eingeläutet. Doch es mutet in der Analyse der Situation ein wenig an, als sei die Zeit zu lang, das Wirken der Vorgängerin zu destruktiv und die Zahl der Baustellen, die diese CDU-Ministerin hinterlässt, zu groß. Denn, werte Kollegin Fröster-Heldmann, es reicht nicht aus, ein Programm zu haben zum Aufbau. Man muss es halt auch mit Leben erfüllen. Und da kam halt leider wenig. Pleiten, Pech und Pannen könnte man eher die Bilanz überschreiben. Lassen Sie mich das Projekt E-Akte, weil es auch die Brücke, und darüber wollen wir ja reden, wie die hessische Justiz wieder sozusagen absolute Spitze wird, das Projekt E-Akte, E-Justice in Hessen ausführen. Und da fängt es bei dem Handwerkszeug an, dem Projektmanagement. Es gibt hier drastische Beschreibungen des Rechnungshofes, ernüchternde Analysen sogar auch von intern beauftragter unabhängiger Gutachter. Man kann eines sagen, Hessen läuft hinterher. Doch statt, manchmal ist es ja auch bei Themen angesagt, von anderen Ländern zu lernen, galt es eher, im Fall der eigenen Versäumnisse andere zu beschimpfen. Man lenke ab. Man erinnere sich eine der letzten Ruhmestaten der Vorgängerin, den FDP-Staatssekretär beschimpfen in NRW für die schleppende Implementierung der E-Akte in Hessen verantwortlich machen. Doch wie so oft und gerade in der Juristerei, Fakten helfen. Man schaue sich in NRW das Amtsgericht Köln an. Ein Amtsgericht. Wir reden nicht von einem Landgericht, wir reden von einem Großstadtamtsgericht. Ist komplett digitalisiert. Davon ist Hessen leider meilenweit entfernt. Und daran, an diesem Befund, ändern auch die aktuellen Besuche, die Pressemeldungen im Staccato, wer alles an welchem Landgericht Pilotprojekte durchführen soll, nichts. Das muss man als nüchternen Befund einfach einmal nehmen. Und wir erwarten nach der Analyse, die auch dank des Rechnungshofes, muss man sagen, sehr gut ist, nun im Ausschuss, im parlamentarischen Gremium, einen konkreten neuen Projektplan, Meilensteine und realistische Darstellung, wie die E-Akte umgesetzt wird. E-Justice darf in Hessen nicht länger ein Fremdwort sein, Federlegen. Und dass das alles nicht so weit weg ist, erst im Mai diesen Jahres wies die Präsidentin des Amtsgerichts Frankfurt darauf hin, dass die Digitalisierung in Hessen nur mäßig vorankomme und die Verantwortung hin und her geschoben werde. So benötige das Amtsgericht jeden Monat, das ist ja übrigens nicht da, für den geplanten Klimacheck, 8 Paletten Papier zum Ausdrucken, und es gäbe 21 Kilometer Archivakten, die digitalisiert werden müssten. Dafür fehlte ihnen jedoch die personellen Ressourcen, wahrscheinlich auch die Motivation, wenn man sich das so vorstellt, sowie die notwendige Software. Personal fehle insbesondere in den Serviceeinheiten. Das EDV-System in einer solchen Riesenbehörde natürlich zu betreuen, werde von den Wachtmeistern, die wahrlich anderes zu tun haben, betreut. Das zeigt aber doch einfach, Mai diesen Jahres, das hat ja nicht alles aufgelöst, es ist noch da. Und es muss wirklich sehr konkret beschrieben werden, wie es anders wird. Es gibt aber noch viel zu tun. Weiter gibt es in der hessischen Justiz die unterdurchschnittliche Besoldung für Richter, Staatsanwälte, Geschäftsstellenmitarbeiter, Rechtspfleger, Strafvollzugsbedienstete im Vergleich zu anderen Bundesländern. Das ist angesprochen worden. Dazu kommt der Personalmangel an allen Ecken und Enden. Erst in seiner letzten Pressekonferenz gab der Justizminister an, dass beispielsweise die Staatsanwaltschaften in Hessen bei einer Belastung von 130% liegen. Dazu kommt, dass sogar Untersuchungsgefangene aus der Haft entlassen werden müssen. All das zeigt Analysebefund.
Es mangelt in der hessischen Justiz nicht an Baustellen. Der neue Justizminister hat sich an die Aufräumarbeiten gemacht. Erste Schritte laufen. Doch zugleich wird versucht, von den Versäumnissen seiner Vorgängerin einen Teil der Landesregierung, der das vielleicht doch nicht so ein Herzensanliegen war, abzulenken. Einige Schritte, die hier angekündigt wurden, begrüßen wir ausdrücklich. Es ist ein gutes Zeichen, dass eine Stabsstelle oder wie immer man das organisatorisch nennt, für das Projekt E-Akte eingerichtet wird. Die Stelle wird mit einem erfahrenen Richter des OEG besetzt, ist direkt der Ebene der Staatssekretärin zugeordnet. Das ist ein wichtiger Baustein. Doch statt nun weitere Bausteine einen Plan, ich habe es eben angesprochen, nach der sehr ausführlichen Analyse vorzulegen, stattdessen lässt er sich leider der neue Minister von Verhaltensmustern seiner Vorgänger inspirieren. Der Justizminister sehnt es förmlich herbei, jede Meldung, jedes Statement zu nutzen und den Bundesjustizminister in die Verantwortung zu ziehen. Nun, das enttäuscht ein wenig, verkennt es ein wenig die verfassungsrechtlich doch gerade sicher diesem Amtsinhaber klare Situation. Justiz ist primär, gerade bei den Stellen, Ländersache. Vor allem aber neben diesen Stellen das Strukturelle, wo aber wiederum Hilfe ist, ich komme gleich auf da ein paar ganz interessante Aspekte zu sprechen, die Lage in Hessen ist selbstverschuldet. Und man muss erst einmal vor der eigenen Haustür kehren, sich den eigenen Baustellen widmen. Und daneben wird bei der Geschichtsschreibung zur Rolle des Bundes gerne irgendwie wesentliche Aspekte vergessen. So gibt es ganz aktuell, und es ist gerade, deshalb habe ich das auch noch einmal ausgeführt mit E-Justice, der E-Akte, und das, was sozusagen wirklich angesichts auch der Fristen und der Frage des digitalen Rechtsstaates so enorm wichtig ist, ein wichtiges Vorhaben, das gerade unserer hessischen Justiz als inzwischen leider Schlusslicht im Bereich der Digitalisierung sehr helfen könnte. Auf Bundesebene ist auf Initiative der Ampel, heißt Grün, Rot, Gelb, muss man ja manchmal hier im Haus noch erklären, wer da so mit dabei ist. Dort ist auf dem Weg der Pakt für den digitalen Rechtsstaat. Erst Ende September, letztes Schreiben, 27. September 2022, hat die Staatssekretärin dort, Frau Dr. Schlunk, die gemeinsame Entwicklung des Bundes und der Länder an den großen IT-Entwicklungsverbünden skizziert. Die Notwendigkeit der Klärung der Zuständigkeiten nach dem Grundgesetz, erster Hausaufgabe, wird ausgeführt. Wir in Hessen können das gerade gut nutzen bzw. brauchen es, diese technische Unterstützung. Daran hängt es doch, nach dem, was wir alles gehört haben in den letzten Wochen und Monaten zu den Analysen. Es braucht eventuell einen Plan B, damit wir endlich aus der Abstiegszone der Digitalisierung kommen. Zivilgerichtliche Online-Verfahren, digitale Rechtsantragstelle, papierlose Zwangsvollstreckung, das sind alles technische Entwicklungen, die möglicherweise Justiz entlasten, aber auch leistungsfähiger und näher an Bürger und Wirtschaft bringen. Werte Kolleginnen und Kollegen, ein Rechtsstaat, der heutzutage technisch hinterherhinkt, der seine Verfahren nicht effizienter gestaltet, der verliert an Akzeptanz und an Attraktivität. Und deshalb, statt immer nur zu sagen, was alles noch kommen müsste, die Angebote, die Chancen aus der Zusammenarbeit sollte man nutzen. Wenig hilfreich ist es lieber, die Bundesregierung, wie in der Rede erfolgt, der Kakophonie zu bezichtigen. Wir begrüßen die Anstrengungen beim Personalaufbau. Doch hier gilt leider das alte Lied, zu wenig, zu spät. Der Richterbund forderte im Übrigen Anfang des Jahres, ja immer verschiedene Meldungen, 200 neue Stellen, die notwendig seien, denn die Justiz in Hessen stehe wörtlich mit dem Rücken zur Wand. Die Aufstockung der Stellen der Richter und Staatsanwälte kann nur ein guter Anfang sein. Und auch die Rechtspfleger,
die eine ganz wichtige, man würde in einem Unternehmen wahrscheinlich von der mittleren Management-Ebene sprechen, die machen diese Woche ganz aktuell mit dem Schreiben auf sich aufmerksam hinsichtlich des Nachwuchses, wie attraktiv ist dieser Beruf überhaupt, aber auch der Besoldung auf sich aufmerksam. Ja, es ist richtig, und auch das ist ein guter erster Schritt, dass sich in Sachen Besoldung etwas tut. So sollen im Bereich der Justiz die Ehrgehälter, also die Besoldung für die Richter und Staatsanwälte, steigen. Dafür sollen die ersten beiden Erfahrungsstufen gestrichen werden, damit Anfänger eine höhere Besoldung bekommen. So weit, so gut. Doch was ist dann mit denjenigen, die schon länger dabei sind, also keine Anfänger mehr, die gerade in Stufe 3 angekommen sind? In der eigens vom Justizminister einberufenen Pressekonferenz sagte er dazu, es sei sein politisches Ziel, dass auch die erfahrenen Richter und Staatsanwälte eine Höherstufung um 2 Stufen erfahren. Werter Minister, wir sind sehr gespannt, ob Sie sich durchsetzen können und es so eine Herzenssache ist und auch die Richter und Staatsanwälte von der Besoldungserhöhung profitieren, die schon länger tätig sind. Sonst haben wir wirklich da eine, das wäre vielleicht noch kontraproduktiver, eine Zweiklassengesellschaft, und das darf auf keinen Fall hingenommen werden. Und wir hoffen auch nicht, dafür sind die Probleme zu vielschichtig, dass eine reine Werbemaßnahme ist. Denn damit würde eine Minderheit der Richter und Staatsanwälte davon profitieren. Stellen, Herabsetzung der Examensnote, Pilotgerichte, viel Einsatz zeigt der neue Minister in den vielfältigen Pressekonferenzen und Pressemeldungen. Doch was aussteht, was wir einfordern seitens der Freien Demokraten, ist ein Leitbild, ein Ziel für die hessische Justiz. Stellen, werte Kolleginnen und Kollegen, ist das eine. Es ignoriert aber ein viel tiefer liegendes Problem. Warum haben wir denn schon, das war schon Thema der letzten Haushaltsberatung, so viel unbesetzte Planstellen? Wir haben Stellen für Richter. Das will keiner in die hessische Justiz, oder das wollen nicht alle dahin. Warum verlieren wir so viele Referendare, nachdem sie verbeamtet mit Laptop, wo es aber leider kein WLAN-Empfang im Landgericht für gibt? Wir haben sie bekommen, und danach verschwinden sie wieder. Warum gelingt es in so vielen anderen Bereichen kaum Nachwuchs zu gewinnen? Hessens Justiz, vom Hausmeister, dem Wachtmeister bis zum Richter, als der attraktivste, erstrebenswerteste, ja coolste Arbeitsplatz überhaupt. Das muss doch das Ziel sein. Das ist moderne, leistungsfähige Verwaltung. Das wäre ein attraktiver Rechtsstaat, dort zu wirken. Und da muss es aber noch mehr kommen als Stellen. Da braucht es eine Strategie. Denken wir doch einmal, es gab immer den Dualismus auch in den Beratungen bei der Ausbildungsstelle. Eben wurde die Ausbildungsstelle in Rottenburg genannt. Die Finanzverwaltung, die kennt da gar nichts. Der Wachminister ist nicht da, der Vorgänger, Minister Schäfer, vom Kinosport. Platz nur für die Finanzverwaltung. Die Juristen hatten Platz, hatten Glück, wenn sie noch ein Zimmerchen bekommen haben in Rothenburg. Das ist doch auch was. Wie, was für einen Impetus gebe ich diesem Themenbereich? Und dort ein Leitbild sozusagen aufzubauen, da würden wir uns jetzt noch mehr erwarten. Es gibt viel zu tun. Es sind einige skizzierte Baustellen. In den vergangenen Jahren ist, und deshalb gehört das dazu, die Analyse ist die Brücke in die Zukunft. Ich kann die Analyse nicht ignorieren. Ich kann ja nicht so machen, als wäre sozusagen Hessen Top One. In vielen Bereichen ist es leider nicht Top One. Wir haben tolle Leute. Das hat hier, glaube ich, überhaupt keiner in Abrede gestellt. Aber diese tollen Leute und die Säule des Rechts der Demokratie verdient es, dass wir jetzt endlich ein Leitbild bekommen und einen fundierten Plan, die sozusagen absolut spitze ist, in der hessischen Justiz zu wirken und diese Justiz unsere Demokratie wehrhaft verteidigt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abg. Schatzauer.